Ich habe diese Woche drei Aktien gekauft, von denen ich mir außergewöhnlich hohe Renditen verspreche über die nächsten Jahre als langfristiger Investor. Ich, das ist Thorsten Dieth, mein Name, ich bin der Gründer des Aktienfinders. Hier geht es um Qualitätsaktien. Wir investieren, um von langfristig steigenden Kursen, in diesem Fall insbesondere, zu profitieren. An der Stelle noch ganz wichtig: keine Kaufen, keine Verkaufsempfehlung. Und jetzt geht es auch schon los, indem ich dir die drei Aktien verrate, in die ich jetzt investiert habe, und zwar in das Firmendepot. Und beim Firmendepot, da geht es eher um Kursgewinne, weniger um Dividenden, in erster Linie aus steuerlichen Gründen, weil Kursgewinne deutlich niedriger zu versteuern sind als Dividenden. So, die erste Aktie wäre Monster Beverage. Das ist eine Aktie, die hat die Investoren, die lange genug dabei waren, reich gemacht. Man sieht hier auch die Performance von über 100.000%. Wenn man die Aktie gekauft hätte, hätte Fahrradkette. Hier schauen wir mal, hätte man 1.000 US-Dollar investiert, hier irgendwo im Jahr 2000, ist schon lange her zugegeben, dafür hätte sie es rentiert, hätte man jetzt über 1 Million, also aus 1.000 US-Dollar über 1 Million US-Dollar gemacht, ausschließlich Kursgewinne. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wenn wir uns das Ganze jetzt mal hier anschauen, wie so die Performance ist, eher kurz- bzw. mittelfristig, das sehen wir hier auf 1 Jahressicht 13% eingebüßt, also Kursverluste. Und wir sehen hier auch so ein bisschen, wo wir momentan sind, bei 50 US-Dollar. Die Aktie war ungefähr schon da notiert im Frühjahr 2021. Also eine relativ lange Seitwärtsentwicklung mit gewisser Volatilität, wie sie für Aktien üblich ist. Und da muss man jetzt mal gucken, hat die Aktie denn jetzt wirklich Probleme, beziehungsweise das Unternehmen? Und wir sehen hier, dass der Unternehmensgewinn momentan auf Allzeithoch ist. Hier haben wir die übliche Corona-Delle. Und was wir noch hatten, ist, wenn wir die Margen angucken, dann sehen wir, dass die Margen hier relativ stark rückläufig gewesen sind, sie sich aber mittlerweile wieder hier erholt haben. Die Margen sind unter anderem deshalb so stark gefallen, weil die Rohstoffkosten in die Höhe geschossen sind, beispielsweise für Aluminium. Und wie ich schon sagte, haben sie jetzt die Margen aber bereits wieder erholt, sollen sie auch dann weiter erholen und steigende Umsätze und sollen dann dazu führen, dass hier die Unternehmensgewinne wieder etwas sportlicher wachsen, wie es jetzt in den letzten, ja, ein, zwei Jahren, 3 Jahren, 4 Jahren seit 2021 der Fall war. Es ist bei Monster Beverage auch meines Erachtens noch einiges an Luft nach oben. Das Management halte ich für gut. Wir sehen hier beispielsweise bei den Regionen, dass der meiste Umsatz noch über 60% in den USA gemacht wird und über so eine Multi-Brand-Strategie. Das heißt, teure Marken in den Ländern, wo die Kaufkraft hoch ist und günstigere Marken in den Ländern, wo die Kaufkraft nicht so hoch ist, gehe ich davon aus, dass man hier international, also hier den blauen Balken noch schön deutlich, ja, expandieren kann, also da noch Umsätze machen kann international. Und allgemein sind Energy Drinks, denke ich, auch gut im Markt jetzt angekommen, sind aus der Nische eher raus und liegen langfristig im Trend. Und auch da bilden sich auch schon wieder so Untertrends, mehr Koffein, Energy Boost oder auf der anderen Seite mehr, auch so ein bisschen mehr umweltfreundlich, grün angehaucht. Und auf all diesen Trends reitet Monster Beverage mit. Und wenn wir jetzt wieder in den Qualitätscheck reingehen, sehen wir auch hier eine sehr starke Bilanz. Wir haben hier ein paar Aktienrückkäufe drin und hohe liquide Mittel. Also absolut schuldenfrei dieses Unternehmen. Wir machen Aktienrückkäufe, sieht man auch hier. Dividenden gibt es, wie gesagt, keine. Das ist natürlich interessant, wie die Aktie bewertet ist, weil ja der Aktienkurs ein bisschen enttäuscht hat in den letzten Jahren. Schauen wir uns erstmal hier die Multiples an. Das wäre jetzt hier der bereinigte Gewinn. Bilanzierte Gewinn sieht genauso aus. Nehmen wir mal den bilanzierten Gewinn an der Stelle. Und wir haben hier über einen 10-Jahres-Zeitraum ein durchschnittliches KGV von knapp 36, 35, 36 dazwischen. Und momentan sind wir hier bei etwas über 30, wenn ich es richtig sehe. Wir sind also jetzt
unterdurchschnittliches Multiple, was also unter der durchschnittlichen Bewertung in der Vergangenheit anhand des KGVs. Wir haben hier auch noch während dem Corona-Crash noch deutlich günstigere KGVs gehabt als heute, aber in Summe lagen wir drüber. Und wenn wir uns jetzt den fairen Wert anschauen, auch basierend auf dem bilanzierten Gewinn, dann sind wir hier erstmal out of the box mit dem durchschnittlichen KGV hier von 35, eine relativ deutliche Unterbewertung. Ich zoome ja auch schon mal rein auf die letzten 5 Jahre und den Prognosekorridor erstmal weg. Und dann hätten wir basierend auf diesem KGV, was benutzt wird, das 35er KGV, um den fairen Wert zu ermitteln, eine Renditeerwartung von knapp 20%, also 19,3%. Wir sehen hier unten die Zuwachsraten, die liegen so beim bilanzierten Gewinn so zwischen 12-14%. Das hier, die 21%, sind nicht mehr repräsentativ. Man sieht, man beachte auch hier das Ausrufezeichen, weil es wenig Analysten sind, die das Geschäftsjahr noch schätzen. Ich habe ein bisschen konservativer bin ich vorgegangen und habe hier den Schnitt nach unten korrigiert, um den fairen Wert ein bisschen abzusenken, und bin auf einen 30er KGV gegangen, also bin relativ deutlich nach unten gegangen. Und wenn wir das machen, dann haben wir noch eine Renditeerwartung für die nächsten 2,5 Jahre jährlich von 12%. Mit 12% ist eine deutliche Outperformance gegenüber der Marktrendite, die man so allgemein erwarten kann, die ja eher so je nach Quelle zwischen 6 und 7% liegt. Entschuldigung. Und Monster Beverage ist eine Aktie im Lebensmittelbereich, sage ich mal im weiteren Sinne, die gut ins Firmendepot gepasst hat, weil da waren wir noch blank. Da gibt es nicht so viel aus der Lebensmittelbranche, wo man investieren kann, wenn man überdurchschnittlich hohe Kursgewinne im Visier hat. Insofern hat die Aktie gut reingepasst und war das mein erster Kauf. Der zweite Kauf, der heißt Viva Systems. Hier geht es um Customer Relationship Management, so auch so ein bisschen wie Salesforce beispielsweise, aber es ist ein spezielles Customer Relationship Management. Man hat sich da auf eine gewisse Branche eingeschossen und das Ganze auch recht erfolgreich. Typischerweise ist also Content Customer Relationship, also CRM Management, ja, kundenfokussiert in erster Linie. Also da geht es darum, dass man mehr Geld rausholen möchte aus dem Kunden, indem man dem Marketing und Kundensupport etc. eben ein Tool an die Hand gibt, Software an die Hand gibt, um den Kunden besser durchschauen zu können und transparenter zu machen und ihn dann quasi besser bedienen zu können. Das ist natürlich auch ein Teil von dem, was Viva macht, aber das CRM von Viva, da geht es in erster Linie um ein Life Science Unternehmen, das heißt also um Gesundheitsunternehmen im weitesten Sinne. Das sind die klassischen Pharmahersteller, Biotechnologiehersteller, also auch Pharma, aber mit lebenden Organismen, also Bakterien, Enzyme etc., die dann verwendet werden, weniger reine Chemie, Laborausrüster, Medizintechnik, alles das, aber auch ein starker Fokus eben auf Entwicklung im medizinischen Bereich. Und da ist die Regulatorik sehr hoch, da muss viel festgehalten werden. Und da hat eben Viva Systems spezielle Module auch entwickelt für diesen Bereich, Life Science in Anführungszeichen. Und wie ich sagte, recht erfolgreich, haben mittlerweile auch über 1000 Kunden. Die machen sehr viel, wie man auch hier sieht, über Abo-Modelle bereits, also Subscriptions, wiederkehrende Umsätze, machen hier über 80% der Umsätze aus. Und wenn wir uns die Performance anschauen, dann gucken wir uns also die gesamte Performance an. Da sieht man hier 400% Börsengang hier, Spätjahr 2013. Es war mal ein Tenbagger gewesen, wenn ich jetzt hier in diesen Bereich zoome. Ah, vorhin hatte ich was erwischt, da war es sogar ein Tenbagger gewesen. Nochmal, ob ich jetzt mehr Glück habe. Hier 1400%, hier wäre es ein Tenbagger auf den Bereich. Aber wenn wir uns das mal anschauen, hier aufs letzte Jahr, eine relativ schwache Performance hier, ähnlich wie Monster, und auf 5 Jahre, insbesondere wenn wir hier vom Hoch gehen, da sind wir noch deutlich drunter, also 45% verloren vom Hoch. Es gibt keine Dividenden bei Viva Systems, also man müsste hier ausschließlich auf Kursgewinne setzen.
Die Aktie hat also enttäuscht, ähnlich wie Monster. In den letzten Jahren gucken wir uns mal einen Qualitätscheck an, wie es da aussieht. Lustig, die eine Dividende, die hier geschätzt wird für 2026. Möglich, dass irgendwann mal Dividende ausgeschüttet werden würde. Da komme ich dann nochmal drauf zu sprechen, habe ich ein bisschen rumgerechnet. Aber wir sehen ja erstmal, dass wir hier ein schönes Gewinnwachstum haben. Und wenn wir das sehen, und dann sehen wir aber auch den Aktienkurs, da liegt immer nahe, dass die Aktie einfach stark überbewertet war und mittlerweile runtergekommen ist. Hoffentlich auf ein gesundes Maß oder vielleicht sogar unterbewertet. Wir werden es dann auch gleich sehen. Wir haben hier auch einen freien Cashflow, der wirklich sehr hoch ist, deutlich höher als der bilanzierte Gewinn und auch der operative Cashflow und der freie Cashflow. Die machen sich nicht viel, also da gibt es kaum noch Abzüge durch Investitionen vom operativen Cashflow zum freien Cashflow. Ich habe mal gerechnet, wenn man hier die 6,92, wenn Viva die einfach ausschütten würde, wie komme ich drauf? Guckt euch die Bilanz an, die schwimmen förmlich in Geld. Das heißt, die könnten den freien Cashflow einfach ausschütten, weil die Bilanz besteht faktisch aus liquiden Mitteln, aus Geld. Da kann man auch kritisieren ein bisschen, warum sie den Aktionären nichts Gutes tun, entweder durch Aktienrückkäufe. Man sieht hier, die Anzahl der Aktien steigt sogar leicht. Das sind dann Mitarbeiteraktien in erster Linie. Was auch der Unterschied ist zwischen dem bilanzierten und dem bereinigten Gewinn, den kann ich auch hier einblenden, den bereinigten Gewinn, das sieht man hier, der ist höher, weil die Mitarbeiteroptionen in erster Linie hier ausgerechnet werden. Aber ihr seht, dass der operative Cashflow, der liegt deutlich näher, der tatsächliche Geldfluss am bereinigten Gewinn. Deshalb nehmen wir den nachher auch für die Bewertung der Aktie, um den fairen Wert auszurechnen. Naja, was ich gemacht habe, war, ich habe hier mal den freien Cashflow genommen von 6,92 und wenn ich den teilen würde durch den Aktienkurs, dann würde einer Ausschüttungsquote von 100% entsprechen, dann käme ich auf eine Dividendenrendite von, ich habe es mir hier aufgeschrieben, 3,74%. Und wenn Viva, das Management hingehen würde und sagen würde, boah, wir haben so viel Geld, das brauchen wir eigentlich gar nicht, das schütten wir alles mal aus in Form von einer Sonderdividende, dann kämen wir auf eine Sonderdividende von 15,7%. Das ist natürlich alles total hypothetisch und es wäre natürlich nicht besonders clever vom Management, die gesamten liquiden Mittel auszuschütten. Ich wollte ja einfach mal nur sagen, wie viel Geld hier in der Bilanz steckt, in Dividende quasi umgerechnet. So, und jetzt gehen wir mal hin und gucken uns die Bewertung an. Die Multiples hier sehen wir, basierend auf dem bereinigten. Wir nehmen auch den bilanzierten Gewinn hier mal. Und eigentlich ist gut. Wir sehen, dass beide deutlich unter dem historischen Mittel liegt. Hier sehen wir immer das durchschnittliche KGV, basierend auf dem bilanzierten Gewinn hier und auf dem bereinigten Gewinn. Wir sehen auch, dass die Skalierung hier schon so ist. Das sind Werte von 50, 60, 820. Also die Aktie war teilweise richtig, richtig sportlich bewertet. Konzentrieren wir uns auf den bereinigten Gewinn. Da gab es dann hier KGVs von über 100. Momentan liegen wir so bei etwas über 30. Und man sieht hier, der Gewinn soll ja weiter steigen. Dann hätten wir hier KGVs von um die 20. Hier sehen wir im Gegensatz zu Monster, dass das aktuelle KGV wirklich niedrig ist, nicht nur am Durchschnitt liegt, sondern auch noch hier wirklich günstiger ist, beispielsweise als in den letzten Jahren, auch während des Corona-Crashs. Und dann müsst ihr schon hier mit der Nadel suchen, um noch günstigere Einstiegszeitpunkte anhand des KGVs zu finden. Gehen wir jetzt auf den fairen Wert und dann nehmen wir jetzt den fairen Wert basierend auf dem bereinigten Gewinn, das wäre also dieser hier, und er zeigt dann auch schon hier eine deutliche Unterbewertung an. Ich bin auch hier hingegangen und habe das dann ein bisschen nach unten korrigiert, relativ deutlich sogar, also noch deutlicher als bei Monster, weil hier ein 56, 57er KGV halte ich zu hoch bei den Wachstumsraten, die hier so liegen, schon ein bisschen näher noch reinzoomen, die hier so liegen bei ungefähr auf Monster-Niveau, sage ich mal. Jetzt soll es ein relativ starkes Wachstum geben, aber dann soll es sich etwas entschleunigen auf Monster-Niveau, so um die 12% im Jahr. Und deshalb sind diese KGVs von 56, 57 also deutlich zu hoch. Ich hätte jetzt hier ein KGV genommen, ich habe es auch genommen von 33. Man sieht, dass man damit in der Vergangenheit
deutlich zu niedrig lag. Aber ich habe das jetzt mal so genommen und dann halten wir hier eine Renditeerwartung von 13%. Also ungefähr das, was man auch dann bei Monster hat, halte ich für durchaus attraktiv. Ist ein Nischenplayer im CRM-Bereich, aber sie machen schon schöne Umsätze, also sind über 2 Milliarden Umsatz, hier 2,5 Milliarden Umsatz. Es wächst sehr schön und insofern halte ich die Aktie auch für sehr interessant. Und dann hätten wir noch Aktie Nummer 3. Aktie Nummer 3 ist Salesforce. Salesforce hatte ich vor kurzem übrigens schon analysiert und ich zeige euch mal das Video und ich werde es auch verlinken. 2024 ist der Aktiencrash sehr wahrscheinlich. Lasst euch nicht ins Boxhorn jagen, das gibt es immer mal wieder. Hier habe ich zwei Wachstumsaktien im Ausverkauf und welche Aktien waren es? Einmal Salesforce und einmal Cloudflare. Und die Aktienanalyse ist noch ganz neu von diesem Monat, 9. Juni, also gerade mal 2, 3 Wochen her. Und warum ich die Aktie gekauft habe, hier könnt ihr es erfahren. Das waren also die drei Wachstumsaktien, in die ich jetzt investiert habe mit dem Firmendepot. Und jetzt wäre natürlich spannend, was haltet ihr von meinen Picks? Welche Aktie ist euer Favorit? Und gerne könnt ihr auch noch Vorschläge machen für Aktien, die ich jetzt dann in den nächsten Wochen analysieren soll. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.